Und sich die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der Koalition, das schien Ihnen ja noch mal eine besondere Erwähnung wert gewesen zu sein, dass die Anhörung so viel Lob für Ihren Gesetzentwurf gebracht hat. Sie haben gesagt, Herr Lindemann, selten hätte es so viel Lob gegeben, oder auch Frau Griese. Im Umkehrschluss zeigt das ja, welche Qualität im Allgemeinen die Gesetze haben, die wir im Ausschuss da über uns ergehen lassen müssen, im Umkehrschluss. Und es ist ja auch so, dass neben den dort ja gerade bei Prävention und Reha tauglichen Sachen es aber eben doch noch mal eine Menge Kritik gab, die ja eben gerade noch mal der Kollege Birkwald, wenn auch etwas länglich, dargestellt hat. Und wenn die BDA zu diesem Flexirentengesetz sagt, das hätte Potenzial, also ich bitte Sie, ja, das heißt so viel, wir wissen noch nicht, was da rauskommt, aber Schaden tut es uns auch nichts, schauen wir mal. Nichts anderes an Qualität hatte, fand ich diese Stellungnahme. Und bevor wir jetzt immer auf diesen Einzelpunkten da herumreiten, finde ich, muss man sich den heutigen Vormittag insgesamt mal angucken. Wir haben ja jetzt nicht nur das Flexirentengesetz, wir werden ja heute den sozial- und arbeitsmarktpolitischen Vormittag im Deutschen Bundestag haben. Wir haben nachher noch mal ein Gesetz zur Arbeitnehmerüberlassung, also zur Regelung von Leiharbeit und Werkverträgen. Und wir werden heute Mittag noch ein Gesetz haben zur Ermittlung des Regelbedarfs, zur Bestimmung des Existenzminimums. Und alle drei Gesetzesvorhaben, das jetzt heutige und die angesprochenen, behandeln ja durchaus wichtige Punkte. Wir wollen ja, dass angesichts des steigenden Renteneintrittsalters, angesichts der steigenden Lebenserwartung, längeres Arbeiten, gesundes Arbeiten möglich ist. Wir wollen ja auch als Grüne, dass der Missbrauch von Leiharbeit verhindert wird, und wir wollen ein menschenwürdiges Existenzminimum. Also alles drei wichtige zu regelnde Bereiche. Aber in allen drei Bereichen lässt sich ein Muster erkennen, nämlich, dass die Große Koalition sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigt, in der Sache so gut wie überhaupt nicht vorwärts kommt oder sogar, wie beim Leiharbeitsgesetz, Rückschritte in Kauf nimmt oder sogar jahrelange Expertenrat, wie bei der Sicherung des Existenzminimums, einfach in den Wind schlägt. Und das ist das Muster der Großen Koalition, was ich so fürchterlich finde. Und damit machen Sie, Herr Rosemann, hören Sie mal zu, das gefällt Ihnen nicht, aber damit schüren Sie in der Tat auch eine gewisse Politikverdrossenheit und Verzweiflung bei den Leuten, weil Sie hängen ganz groß Ihre Titel raus, Flexirentengesetz, wir regeln jetzt die Werkverträge, und in der Substanz passiert fast überhaupt nichts. Und der entscheidende Punkt wäre zum Beispiel bei diesem Gesetz, bei dem Flexirentengesetz, dass wir eben gucken, was ist mit denjenigen Leuten, ich sage es zum x-ten Mal von hier aus, die aus gesundheitlichen Gründen zwar nicht die Erwerbsminderungsrente beantragen können, aber eben auch einen abgefederten, zeitlich reduzierten Übergang in den Ruhestand brauchen. Und wir haben als Grüne vorgeschlagen, und das wird ja heute mit abgestimmt, dass wir eine Teilrente ab 60 haben, das zum einen, dass wir einen früheren Rückkauf von Abschlägen auch vor dem 50. Lebensjahr ermöglichen, zum zweiten, und dass wir für die Gruppe der besonders gesundheitlich beeinträchtigten Beschäftigten nach Wegen suchen, wie auch die Abschläge ausgeglichen werden können. Wenn man das macht, zusammen mit den zugegebenermaßen korrekten Regelungen zu Prävention und Rehabilitation, wenn man das macht, dann kann man auch eine größere Akzeptanz für längeres Arbeiten bei den Beschäftigten erzeugen, beziehungsweise dann erfahren diese, dass es auch reale Möglichkeiten gibt, faktisch länger zu arbeiten, und dann wird diese ganze Diskussion weniger angstfrei besetzt. Stattdessen merkt man diesem Gesetzentwurf an, dass er Resultat eines Koppelgeschäftes ist, eines doppelten Koppelgeschäftes. Zum einen zur Wahrung, zur Gesichtswahrung des Wirtschaftsflügels der Union, die mit der Rente mit 63 ja so unglücklich war und eigentlich ja im Sinn hatte, dass man jenseits der Regelaltersgrenze länger arbeiten sollte. Dazu macht der Gesetzentwurf ja faktisch gar nichts. Also da haben Sie es schon mal billig verkauft, kann man sagen. Und das zweite Koppelgeschäft oder der zweite Teil ist eben das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, was wir jetzt in etwas mehr als einer Stunde hier lesen werden.
Da haben sie dann einen Deal gemacht, gibst du mir das, gebe ich dir das. Und beim Arbeitnehmerüberlassungsgesetz kommt auch nichts raus. Die Anhörung im Übrigen, das kann ich Ihnen sagen, die war ja wesentlich verheerender als die zum Flexirentengesetz. Und da wird nachher noch mal meine Kollegin Beate Müller-Gemmecke hart mit Ihnen ins Gericht gehen. Das kann ich allen nur empfehlen, sich das auch noch anzuhören und anzusehen. Und ich möchte, wie gesagt, nicht in Abrede stellen, dass Sie da in dem Bereich Rehabilitation einiges machen. Aber bei dem gesamten Komplex der Teilrente versagen Sie ja nicht nur mit Blick auf die gesundheitlich beeinträchtigt Beschäftigten, sondern eindeutig und wie ich fand, dann auch schon im Grunde für Sie niederschmetternd die Kritik bei den Anrechnungsregelungen zur Teilrente. Unser Sachverständiger, das können Sie ja nicht ignorieren, hat gesagt, dass es Einkommensbereiche gibt, in denen sich die Leute sogar heute mit ihrer Regelung schlechter stellen als heute. Und der andere Punkt, den Matthias Birkwald hier ja auch schon genannt hat, ist eben der, dass man sehr kompliziert jedes Jahr neu berechnen muss und dann im Endergebnis womöglich immer wieder Rückforderungen der Rentenversicherung an die Teilrentner stehen. Ich prognostiziere, dass wir eine Situation kriegen, wo wir in 2 Jahren sehen, dass es kaum mehr Teilrentnerinnen und Teilrentner gibt. Auch hier haben die Grünen sehr gute Vorschläge gemacht und gesagt, die Summe aus Zuverdienst und Teilrente soll das frühere Gehalt nicht übersteigen. Das wäre einfach gewesen. Das kann jeder einfach ausrechnen. Das ist zugänglich, das ist niedrigschwellig. Und das wäre eigentlich der Punkt gewesen, dem Sie hätten folgen müssen. Und ich hoffe, wir haben nicht in allzu ferner Zukunft die Gelegenheit, die guten Ideen, die wir haben, auch gesetzt werden zu lassen. Dankeschön. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Rosewan hat jetzt die Gelegenheit für eine Kurzintervention.